Hey Leute und willkommen zurück zu Demon Hunter 5. Der Aufstieg in der Sammleredition. Genau, und wie schon angekündigt, folgen wir dem Dämon. Und heben erstmal den Kristall auf und die Schriftrolle, die gerade wieder verschwunden ist. Komm, du Schriftrolle. Dankeschön. 22 von 28. Okay, ich habe die Befürchtung, dass wir nur noch 6 Szenen haben und dann... Dass wir nur noch 6 Szenen haben und dann ist leider Ende. Das fände ich aber sehr... kurz. Ja. Also ich meine, wir haben noch das Bonuskapitel, aber... Ja, guck mal, Wasser. Hier ist noch so eine Stufe und ein Griff. Gut, das haben wir ja jetzt trocken. So, jetzt ist es nass. Es bewegt sich nicht. Was? Nur wenn ich es mit etwas ausgraben könnte. Okay. Ich muss dem Dämon folgen, bevor es ihm gelingt, alles zu zerstören, was ihn an sein Höhlengefängnis gebunden hat. Er steckt fest. Ich kann die Kelle nicht ohne den Griff herausziehen. Zack. Sehr gut. Wir haben eine Schaufel. Und hier ist auch das Ding. Gut aus. Mhm. Gut, dann schaufeln wir mal. Holen das Teil da raus. Setzen die Dinger da ein. Was? Steckt die Sprossen in die dafür vorgesehenen Steckplätze? Nee, dahin bitte. Das dahin. Dann das dahin. Hallo. Das sieht gut aus. Ja, wir haben ein Seil. Das können wir hier bestimmt an den Karabiner machen. Auf. Ah, okay. Ah, das kennen wir doch. Ja. So. Das finde ich irgendwie cool, dass Demon Hunter die ganzen alten Rätsel immer wieder dazu holt. Ja. So. Das und das hätten wir schon mal. Das Grüne muss einfach nur da eingesteckt werden. Warte mal, Dreieck nach unten. Haben wir irgendwo ein Dreieck nach unten? Ne, wir haben nur das. Und dann das Plus. So, das ist das. Und dann eine Querstange. Die haben wir leider nicht. Wir können aber das hier nehmen. What's your emergency? Please, I need help. There's been an accident. In Museum of Mysticism and Monstrosity. Help is on the way. Okay. Die hat echt laut geschrien. Ja. So. Karabiner. Jetzt haben wir ein Seil mit Kletterseil. Auf gar keinen Fall kletter ich darunter. Gut, dann klettern wir aber jetzt darunter. Weil diese Wurzel auch sehr stabil ist. No, Hundi! I better find a way to calm this dog down, or I can't go any further. Wie wär's mit streicheln? Ja, ganz eindeutig. I better find a way to calm this dog down, or I can't go any further. Guck dir, klick bitte nochmal auf den Hund, guck dir mal an, wie sein Kiefer sich bewegt. Ja, das sah nicht sonderlich gesund aus. Das sah sehr unnatürlich aus. Das ist richtig. Okay, eine Angelleine und ein Haken. Müssen wir angeln? Wenn ja, warum? Ach so, da hinten ist, Oh, schau, ein Hundespielzeug. Ja, okay. Das heißt, wir gehen erstmal in das Häuschen. Hallo? Sind Sie da? Schriftrolle? Hallo? Ist sie an? Schriftrolle? Schriftrolle? Das Buch? Okay. So. Ein Bild vom Hund. Oh. Ein Korken. Der Deckel steckt fest. Okay, wir haben aber nichts. Aber wir haben eine Angelleine und einen Haken. Okay. Wir haben eine funktionierende Angel. Achso, das geht nicht auf. Hundefoto. Hallo? Hallo? Nein? Irgendwie nicht so.
Ach so. Oh, wow. Oh. Und jetzt, oh. Muss wieder zusammenkleben. Ja. Gerade nicht. Was, wenn ich diese Ruder nehmen will, muss ich die Halter irgendwie lockern. Wie wär's mit einfach da rausziehen? Ich stelle ihn natürlich nicht in Frage, den guten Herrn. Das Klebeband. Ein Schraubenschlüssel. Und noch ein Korken. Okay, dann Klebe, Klebe, Klebi. Warum klebt man auf der Seite? Weil der Typ ein bisschen dumm ist. So, das jetzt da rein wieder? Nein? Okay, hätte ja sein können. Eine Käferzeichnung, okay. Ich weiß noch nicht wofür, aber... Huch, nein, ich wollte die Angel und jetzt angeln wir das Hundespielzeug. Ach so. Wir wimmeln. Okay, das wir brauchen ein Papierschiffchen, ein Friedenszeichen, einen Boxhandschuh, für den wir etwas tun müssen, ein Kastellengerät, Holzhammer, Dinosaurier, Hausschuh, ein Hundeball, ein Dartpfeil, Entschuldigung, Messer, Kreisel und eine Maske. Der Hausschuh ist ziemlich deutlich oben, dieser Flipper. Ja. Okay, nur noch ein Dartpfeil. Dartpfeil? Der alles liegt oben links. Ach, da. Der blaue, genau. Okay, wir haben einen Hundeball. I could cheer up that angry dog with his old toy. I just have to repair it first. Okay. Ach so, mit dem Schraubenschlüssel kriegen wir bestimmt die Farbe auf. Wenn da Farbe drin ist. Oh, wir behalten ihn. Thea, genau das, was ich brauche, um das Boot zu reparieren. Aber unser Pinsel wird das nix. Einmal. Da werden wir bestimmt einen Pinsel kriegen. Entweder das oder... Also wir brauchen einen Schafkopf, Totenkopf. Einen Schwimmkörper, einen Reifenflickset, einen Fischkopf, ein Shuriken, eine Harpune, ein Messer, eine Krake, einen Löffel, eine Gabel, eine Hand und ein Rohr. Löffel, Gabel, Messer, Fischkopf, Schwimmkörper. Und die Harpune, für die müssen wir noch was tun. Ja. Die müssen wir im Gewehr laden. Und die bekommen wir auch bestimmt. Nein, ich finde das Flickenset. Kleber. Achso. Können wir mit dem Hundespielzeug dann Flecken drauf machen? Wir werden doch diesem Hund nicht diesen Chemieflecken geben zum Abpudeln. Das wäre echt gemein. Naja. Das klang aber mehr, als hätten wir ihn damit abgeschmissen und er winselt. Ja. Der Hund hat seinen Nahrungsvorrat hier bewacht. Nicht bewacht. Oh. Dann suchen wir mit einem Schöpfkessel. Nein, tun wir nicht. Ja, hätten wir unsere Schaufel mal eben nicht weggetan. Ja, aber die Schaufel war nicht gut genug. Ach so. Vielleicht müssen wir es ja auch wie ein Archäologe wegpinseln oder so. Nee. Drei Stunden später. Ah, hier fehlt ein Käfer. Den wir irgendwann anders finden. So, Thea. Wir haben einen Pinsel mit Thea. Uns fehlt aber auf jeden Fall noch ein Korken. Der Korken ist bestimmt da mit drin. Ja, bestimmt. So. Zack. Mitte, ganz unten, aber es ist mit Sicherheit so, wenn du den jetzt bewegst, geht der andere runter. Nee.
Oh, ausnahmsweise mal nicht. Ha, der Korken. Ja. Okay, wir haben drei Korken. Achso, die müssen wir bestimmt vorher voll teeren oder so. Ich sollte etwas anderes versuchen. Achso, erstmal das ganze Wasser rausschöpfen. Was viel bringt, wenn das Loch noch offen ist. Ja. Wir dürfen das nicht hinterfragen. Okay, jetzt brauchen wir natürlich noch Paddel. Ein Ruder. Das können wir bestimmt mit dem, genau, heraushebeln. Oh, wir nehmen sogar beide Ruder mit. Und ein Spinnentoken. Den müssen wir aber bestimmt auf der anderen Seite erst einsetzen. Okay, hier hatten wir sonst nichts mehr, ne? Nee. Gut. Rudert, Männer, rudert! So. Wir müssen über diesen stehenden See. You again? I am sorry for everything I did to harm you. Being a desperate man, it made it easy for me to let go to the darkness. Vera, I'm sorry too. You always loved me, and you, Demon Hunter, you just saved my soul by confronting the demon. But now the demon is heading to the cave where he was imprisoned to destroy all the bonds of his imprisonment so he can roam the world freely. Go to the mountain and finish the ritual the professor failed to do so many years ago. He knew he hadn't the strength to banish the demon, but he left trails and clues scattered all round for one who can finish the banishing ritual. Here, take this. It'll complete at least one piece of the puzzle. Vielen Dank. Danke, Vera. Dämonenfreisprecher. Oh. Ich erinnere mich, das ist doch ein schönes Rätsel. Ja. Es ist sogar genau das gleiche. Nein, du musst unten lang. Muss den einen rüberschieben. Ich wollte gerade sagen, den einen rüber. Dann wieder außen rum. Dann in die Mitte. Hier kann ich nicht hin. Also, nein, aber jetzt einen nach rechts. Runter. Komplett hinten hin, zwischen die beiden. Nach unten. Ja, den durchschieben. Wieder nach außen. Genau, aber nur bis noch einen weiter. Noch einen weiter durchschieben. Okay. Dann den einen nach vorne drücken, also nach oben. Genau, jetzt einen nach da, außen rum. Genau, außen wieder rum. Wieder zurückdrücken. Den zurück, wieder nach oben. Es ist das gleiche Rätsel. So. Ja, und der Rest ist, glaube ich, recht einfach. Nein! Entschuldigung. So, den weiter nach unten. Dahin. Genau das gleiche. Es ist echt genau das gleiche. Hier ist so eine Platte. Okay. Wir haben eine Steinfliese bekommen. So und so. Was haben wir denn hier? Wow, eine Axt, die hinter den Stücken ver. Ja, dann einmal die Ranken durchschnibbeln. Damit das Messer weg ist und wir eine Axt bekommen. Wow. Ich bin mir nicht einmal sicher, was das Rätsel ist. Ich brauche Anweisungen. Ja, gut, okay. Wir können aber da wimmeln. Ja, ich wollte gerade erstmal gucken, ob es hier irgendwie noch was gibt, was wir uns noch angucken können, aber nein. Wir brauchen einen Heißluftballon, einen Totenkopf, ein Kreuzass, einen Brokkoli. Das kann ich nicht lesen, weil da. Ah, Stempel, Wurm. Mond, Feder, mein Leiste hängt davor, Moment, Maus, Karte, Stern und Apfel. Das klingt doch schon mal nicht schlecht. Stempel, es war zwar kein Stempel, sondern eine Briefmarke, aber egal. Was? Achso, das ist Karte. Ah, wir kriegen eine Karte für ein Labyrinth. Pik Ass. Der Stern ist da drüber, genau.
Ein Apfel? Auch wenn das mir aussah wie eine Zwiebel? Ja, sah es. Heißluftballon. Und jetzt noch der Mond. Ich hätte jetzt gedacht, der Wolf heult den Mond an, aber leider ist es das nicht. Hm. Ja. Ach, da. Ah. Eine Waldkarte. Okay, die Bretter sind so schwer. Oh, ist ein bisschen dunkel hier. Symbole, Anweisung. Ah, okay. Na dann. Tada. Ja, eins ist das. Drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das war easy. Ja. Und ein... Was ist das? Feuerstein. Ah, okay. Und ein neues Büchlein. Auge. Auge. Und Auge. Warum hast du das nicht mitgenommen? You reading this means that the demon has freed himself from the cave. The worst mistake I ever made was lying about the museum. I accused Vera and Edmund of being crooks and condemned them and their museum to ruin. Being unable to banish the demon, I tried to turn people away from the museum and this whole area. Ist unsinnig. Ja, aber eine blöde Art und Weise. The bond I made to imprison the demon will not last forever, but the banishing ritual demands someone stronger and craftier than me. Find the old altar deep in the woods and follow the clues I left there to find a path to the cave. There, with the help of the moon orb, you'll have to summon him to his bond and then banish him forever. Okay, mit der Mondkugel. Das ist, glaube ich, die. Das glaube ich auch. You have to conduct the ritual to charge the moon orb with the power needed to fight the demon. Act swift and decisive, or you risk being possessed by the demon yourself. Following the clues, you'll find all the items needed for the ritual. But you need to be wise enough to solve the puzzles I've protected my clues with. Das schaffen wir. Wir sind zu zweit. Das kriegen wir. Und wir haben einen Flügel. Okay, erstmal machen wir natürlich... Ach Quatsch, ich wollte hier vorne an die Schale. Da-da-da! Wir haben die Schatten vertrieben. Links daneben ist die Schrift. So, ein fettiger Lappen. Unbenutzter Sockel, das ist nicht richtig. Da kommt bestimmt eine Statue mit Flügel drauf. Das kann sein. Okay. Ah. Ohne Karte wird das nicht sinnlos, durch den Wald zu streifen. Rostige Zahnräder. Dafür, dass sie sich keinen Zentimeter bewegen, kannst du die Kurbel aber ganz schön bewegen. Ich habe einen fettigen Lappen. Ew. Roms. Okay, hier war sonst nichts. Maria mit dem Kindle oder so? Mit dem Kindle? Liest die gerne? Ja. Maria mit dem Kindle. Und wimmeln! Okay, wir brauchen Knoblauch, eine Schlange, eine Schaufel, ein Schild, eine Sonne, einen Mond, einen Engel, den wir bestimmt behalten, einen Speer, Auge, ein Pfeil, eine Rose und eine Axt. Dahinter ist auf jeden Fall da die Axt. Da ist der Engel. Ganz unten. Ist eine riesige Streitaxt. Ja, ja, ja. Die Rose hat das Skelett in der Hand. Warte, Pfeil. Rose. Also das sah so aus, als ob sie in der Hand hatte. Und der Knoblauch. Und das sieht gut aus. Ganz wichtig. Engelfigur. Die können wir öffnen und ihren Flügel anpappen. Zack.
Und jetzt müssen wir die bestimmt auf den Sockel stellen. Huch. Was nochmal? Direkt vor dir, über der Fackel. Oh. Tut mir leid, das habe ich irgendwie nicht gesehen. Alles gut. Oh Gott. Das war die Form. Wovon haben wir zwei, wovon drei und wovon vier? Oder was? Ich sehe jetzt erst, dass oben in dem Flügel Dinger sind. Ja, mehrere Symbole werden mehrmals gezeigt. Okay. Wovon haben wir denn vier? Hier, eins, zwei, drei, vier. Das da. Ach so, jetzt habe ich das verstanden. Eins, zwei, von dem E drei. Haben wir drei. Das da. Hier, eins, zwei, drei. Ja. Und von diesem Pfeil haben wir zwei. Pfeil, ja. Tada! Was? Nord 5. Ort der Dämonenhöhle. Ach so, Waldkarte. Oh Gott. Wo sind wir denn? Nord 5. Norden 5. 1, 2, 3, 4, 5. Osten 5. 4, 5. Süden 1. Ja. Westen 1. Ja. Süden 2. Mhm. Osten 5. 2, 3, 4, 5. Norden 2. Norden 2. Osten 4, Norden 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Das war einfach. Whoa! I could have been on that bridge. Thankfully, I just need to find a way to get to the other side. Whoa. Dafür, dass wir aber ein Demon Hunter sind, sind wir aber von diesen ganzen Ereignissen so von wegen, wow, ich hätte auf dieser Brücke sein können, sehr beeindruckt. Ja, durchaus. Schalte so den Symbole auf den Tasten so um, dass jeder Balken das gleiche Symbol an beiden Enden hat. Oh, also beispielsweise, wenn ich jetzt mit diesem Kürbis hier, anfange, hier der Kürbis oben links, also der da drüber, den musst du mit der Kathedrale da rechts wegklicken. Ah, genau. Da muss ein Schloss hin. Genau, okay. Achso, die dicken kannst du wechseln. Ah, ja, okay. Ich kann nur die dicken grade, wechseln. Das heißt, wir gehen einfach immer von den nicht dicken. Mhm. Ich nehme den Kürbis. So. Das hier die Spinne sein. Die andere Spinne ist der Kürbis. Huch. Kürbis, dann muss das hier ja die Fledermaus sein. Ah ne, das hier ist die Fledermaus dann. Und das ist der Wald. Oder? Ah ne, Moment. Hier muss der Wald hin. Dann ist hier die Fledermaus. Nein. Fehlt uns aber der Kürbis. Okay, dann hast du dich vertan beim Kürbis. Nein. Hier ist der Kürbis. Okay, dann habe ich mich da in diesem einen Knoten verlaufen. Mhm. Dann tut es mir leid. Alles gut. Kerzen und Flaschen. An einen festen Griff, ich muss Hebelkraft einsetzen. Ja. Huch. Was? Wir müssen da irgendwas. Ja, Harz da. Damit das hält. Das wird nicht halten. Nein. Harz auch nicht, weil das Sägeblatt ist immer noch da. Achso, ein Hebel. Nein? Okay, kein Hebel.
Wow, ich liebe die Gewächse hier, aber ich muss sie abschaben. Mit einem Ast. Nein. Okay, dann... Müssen wir vielleicht erst rüber in die Höhle? Ja, ich denke auch. Oh no. Muss oben mit Sicherheit die Kugel festhalten. Nee, ich muss wieder balancieren. Warum schwankt der denn so krass? Nicht runterfallen, bitte. Nein, nicht schwanken. Das letzte Bier war schlecht, mein Freund. Die Kugel ist die Strecke, die ich schon geschafft habe. Ah ja, habe ich jetzt auch verstanden. Du musst mit deiner Hand eigentlich immer mittig auf dem Ast bleiben. Ja, versuche ich ja. Aber hast du gesehen? Ich war trotzdem mittig und der... This must be the cave where Professor Ashmore managed to isolate the demon. Yay! Wir sind ein Bibliothekar, weil wir alle Schriftrollen gefunden haben. Und ein Sammler. Wirklich ein seltsames Schloss. Jede Reißzwecke bietet zusätzliche Sicherheit. In der Mitte fehlt noch ein runder Token. Da fehlt ein A. Ohne Kerzen und Flaschen kann es kein richtiges Ritual geben. Gut, dass wir Kerzen und Flaschen haben. Okay, den Rest gucken wir uns aber dann gleich an. Ein gut. Nokel. Brechstange. Mit der Brechstange können wir mit vielleicht die Tasche. Ja. Und wir wimmeln. Wir brauchen Karten mit Blumen, nämlich 11 Stück und einen Beutel-Einsatz. Ich hab einen Haken. Ich wusste an der Sache, wo gab's einen Haken. Ja. Links über dem Hut ist, glaube ich, auch noch eine ganz große. Nee, okay, aber auf der Rückseite. Nur rausziehen. Sieht so aus, als ob es giftig wäre. Etwas schneiden, anstatt es anzufassen. Schnipp, schnapp. Wir haben doch schon die Ding auf. Ach da. Ich hab das A nicht gesehen, was ich mitnehmen kann. Okay. Beutel-Einsatz. Dieses Monokel sieht schon magisch aus. Was würde passieren, wenn ich seine Linse finden würde? Ach. Dann kannst du durchgucken. Zack. Dann würde ich aber sagen, den Rest, also dieses Ritual, machen wir dann in der nächsten Folge. Das klingt nach einem Plan. Okay, dann danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.